ist in der Plattform reingekommen sind. Darren? Ja, hallo, hallo. Soll ich jetzt anfangen? Ja, wir sind ja live. Ja, wir warten einfach nur kurz, bis alle reinkommen. Ja. Ich bin Petra Cruz, ich leite das Touristboard der Dominikanischen Republik und ich freue mich heute dann zusammen mit Darren von Booking Travel Rewards dabei zu sein und auch mit Sarah Lake. Wir sind jetzt 33 Personen. Also willkommen alle. Hallo Leute. Wir wollten euch heute vorstellen, was Neues kommt zu der Familie von My Booking Rewards. Und das ist DO Travel Rewards, Dominikanische Republik Travel Rewards. Und wir werden euch zeigen, wie man Mitglied wird und ob ihr schon Mitglied der Familie My Booking Rewards seid, dann könnt ihr automatisch Mitglied von DO Travel Rewards bekommen. Also, jetzt fangen wir an. Dann legen wir los. Auch meinerseits nochmals herzlich willkommen zu dieser Webinar, tolle Schulung über unser neues Programm DO Travel Rewards. Ich bin Petra Cruz, Direktorin von Touristboard der Dominikanischen Republik hier in Deutschland und die Schweiz und Österreich, deutschsprachigen Markt. Also, wir legen los. Okay, so, jetzt sehen wir die Seite DO Travel Rewards. Ich habe eingeschrieben DO Travel Rewards hier oben und wir kommen auf der Seite DO Travel Rewards auf Deutsch. Ich bin in England, aber ich habe entschieden, dass ich Deutsch in Deutschland und deutsche Sprache sehen möchte. Wenn ihr in Österreich seid oder wenn ihr in Frankreich seid, dann könnt ihr das auch auswählen. Ihr Sprache, die Sprache und auch das Land, wo ihr seid. Und jetzt fangen wir an. Wenn ihr schon Mitglied seid oder nicht, starte seid, ausloggen. Also kurz, DO Travel Rewards, da sind wir. Okay, einloggen oder beitreten. Wenn wir nicht wissen, ob wir Mitglied sind oder nicht, können wir hier DO Travel Rewards registrieren. Wenn ich mein E-Mail eingebe, es erkennt mich und ich bin schon Mitglied. Perfekt. Dann brauche ich das nicht einfüllen. Kann ich dann hier klicken und sofort rein. Einmal drinnen könnt ihr Webinar, das wir machen, anschauen. Alle Webinar, was mit Dominikanischer Republik zu tun hat, kann man hier sehen. Und zurück. Ressourcezentrum kommt bald, es ist noch nicht eingefüllt worden, aber jedes Hotel hat einen Platz und wir werden das langsam einfüllen, dass ihr Fotos und noch Informationen über jedes Hotel des Landes hier in Dominikanischer Republik. Es kommt aber bald, wir sind jetzt neu. Ne? Nachricht konnt ihr uns erreichen, der Mannschaft und dann der Mannschaft kann darauf beantworten. Frage für die Kunden, Frage für euch, Informationen abholen. Und was wichtig ist natürlich, ist es eine Buchung registrieren. Wenn wir Buchungen registrieren, und das heißt jedes Hotel im Land, bekommen wir ein Reward, ein Premier. Hilton La Romana zum Beispiel, schreibe ich ein, Adults oder Familie. Und dafür, also ich fülle das ein als meine Buchung und dafür verdiene ich mehrere, nicht nur eine, sondern mehrere Prämien. Ein Prämien von DO Travel Rewards, 1 Euro pro Nacht verdient man. Und dazu verdienen wir auch von der Familie Playa Rewards, wozu Hilton La Romana gehört, verdienen wir bis auf 25 Euro. Kommt auf das Datum an, kommt auf das Zimmer an und noch etwas verdiene ich eine Prämie mit My Caribbean Rewards, also eine Prämie für das Region auch. Also 3 verschiedene Prämien für eine Buchung bei Hilton La Romana. Wenn ich was anderes jetzt eingebe, zum Beispiel Royalton, die sind auch Mitglied der Familie My Booking Rewards und bieten wir auch eine Prämie mit DO Travel Rewards. Eine Prämie bei Royalton und eine Prämie bei
den Regionen. Ganz einfach. Und hier unten gibt es noch Informationen über, was wir anbieten. Es kann auch ändern. Manchmal gibt es was Neues hier, neue Nachrichten über unsere Premiere und Gelegenheit. Es kann auch sein, dass wir euch auf Farmtrips einladen, aber nur, wenn ihr Mitglied seid. Ihr müsst immer Mitglied sein. Wir haben zwei Fragen im Chat. Kurze Sache. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die in die Q&A einstellen, aber wir haben einen Chat, eine Frage. Petra, kannst du das vorlesen, bitte? Hallo, Petra. Ich bin da. Ich lese die Frage vor. Könntest du die lesen? Nee. Es gibt keine Frage. Warte. Oh ja, guten Morgen, guten Morgen. Ah, das ist nur guten Morgen. Okay, alles gut. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr auf die Q&A. Also, ich bin jetzt auf der Startseite, mein Profil. Und hier kann ich... Ich habe ein bisschen Geld auf meinem Konto, wenn ich das Geld überweisen möchte. Also einfach hier klicken und dann kann ich wählen, entweder auf meine Karte, wenn ich eine Karte schon habe, oder auf Amazon. Also wenn ich keine Karte bis jetzt nicht bekommen habe, dann kann ich das auch hier bestellen. Aber wenn ich keine Karte habe, natürlich kann ich das Geld nicht auf der Konto der Karte Fragen. Also hier habe ich 109, also ich sage dann 100, aber ich kann das nicht auf der Konto der Kreditkarte stellen, sondern es muss hier auf Amazon, bis ich meine Karte bestellen. Bestellen eine Karte kann man nur, wenn man Geld auf dem Konto hat. Alle das Geld, was ihr verdient von alle Programmen, von alle Premiere-Programmen, kommt auf ein virtuelle Konto. Und hier kann ich auch, wenn ich nicht in dem Programm bin, kann ich auch hier das Hotel, den Namen des Hotels hier eingeben und es findet alle Premiere möglich und anzubieten, was anzubieten ist. La Romana. Ja, und es findet jetzt alle drei verschiedene Programme, wo ich etwas verdienen kann. Ich gebe die Information ein und ich bin sofort Mitglied oder eingeschrieben an jedes Programm hier oben. Also wenn ich hier die Buchung angebe, einreichen und ich bin Mitglied aller Programme. Ganz einfach. Na? Und wenn ich zurück zu meinem Programm gehen möchte, dann ich bin Mitglied von mehreren. DO Travel Rewards wieder zurück. Und ich kann das hier auch natürlich. Hard Rock zum Beispiel ist auch ein Mitglied. Hard Rock Punta Cana. Buchung, Information eingeben und unten verdiene ich von DO Travel Rewards, von Hard Rock und von der Karibik AGK. Also so einfach ist es. Habt ihr einige Fragen oder können wir weitergehen? Das sind keine Fragen, Chat. Keine Fragen. Die haben das ja, alles. Dann hast du alles super erklärt, Darin. Ich hoffe, ich kann das nur hoffen. Also, ja, Hauptsache, dass man versteht, 1 Euro pro Übernachtung. Also das ist wirklich sensationell. Also wie viele Punkte man sammeln kann, wie viel Geld man verdienen kann mit diesen DO Travel Rewards. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Ich bin mir sicher, dass unsere liebe Expis wirklich draufspringen werden und dann sofort loslegen mit den Buchungen. Hast du ja erwähnt, dass dann alle Buchungen gültig sind ab dem 21. September, kann man die dann eintragen? Ja. Entschuldigung, 21. September. Kann man alle Buchungen, die man gemacht hat, getätigt hat, ab dem 21. September bei unserer Plattform eintragen und dann verdient ihr dann schon Punkte. Leute, fange an zu sammeln. Ja, und ich wollte auch sagen, du kannst das über irgendeinen Veranstalter, ob Agent, ob
veranstalte, kann man das Informationen hier eingeben und es ist nicht keine Bremse. Also ob Schauinsland, ob der Tour, ob TUI, jeder Agent kann eine Premiere verdienen. Okay. Das ist wunderbar. Gut. Super. An dich jetzt, Petra. Ja, sehr, sehr gerne. Ich teile jetzt meinen Screen mit. Könnt ihr den Screen sehen? Kann man das schon sehen da? Kann man sehen? Tja, dann legen wir los. Niemand sagt Bescheid, aber Sarah, could you please tell me if you can see my screen? Yeah, we can see. Okay, danke schön. Dann legen wir los mit der kurzen Präsentation über die wunderbare Destination Dominikanische Republik, meine liebe Ekpi. Ich weiß hier, ich bin mir sicher, viele von euch kennt ja schon die Dominikanische Republik. Aber natürlich, wir haben ja viele Neuigkeiten, die wir mitteilen wollen. Davor war ein Video, aber das werden wir danach zeigen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Also, Daten und Fakten, geografische Lage. Wo liegt der schönen Dominikanische Republik? Die Dominikanische Republik liegt im Herzen der Karibik, ist das zweitgrößte Land in der Karibik mit einer Gesamtfläche von 48.442 Quadratkilometer. Die Hauptstadt Santo Domingo, UNESCO-Welterbe, hat 3 Millionen Einwohner, also eine große Metropole. Wir haben jetzt im Winter viele Flugverbindungen nonstop ab Deutschland. Haben wir täglich Flüge nach Punta Cana mit Condor und zweimal die Woche ein Kombiflug Puerto Plata, Santo Domingo, jeweils mit Condor ab Frankfurt. Discover Airlines fliegt ja ab diesem Winter 6-mal die Woche nach Punta Cana, auch ab Frankfurt. Und wir haben Flüge von Edelweiss Air von Zürich nach Punta Cana 3-mal die Woche und 1-mal die Woche nonstop nach Puerto Plata. Also Flugverbindungen sind reichlich vorhanden. Und über die Einreisebestimmungen, was braucht man in die Dominikanische Republik einreisen zu dürfen? Unbedingt das ausgefüllte E-Ticket ist nötig, nicht nur für die Einreise, sondern auch für die Ausreise. Das ist wirklich Pflicht. Ich bekomme hier im Büro sehr viele Anrufe. Man fragt mich, ja, muss man noch das E-Ticket ausfüllen? Ja, das ist unser Einreise- und Ausreiseformular. Diese kann man kostenlos herunterladen unter die Adresse, die man da sieht, eticket.migration.gov.do. Kostenlos. Und man braucht lediglich einen Reisepass, der mindestens 6 Monate gültig sein soll. Wenn eure Kunden hier in Deutschland wohnen oder in EU, UK oder USA, dann dürfen die brauchen die kein Visum. Die können auch nur mit dem Reisepass zu uns kommen. Am besten nimmt man dann in die Dominikanische Republik US-Dollars, weil der Wechselkurs besser ist als Euro. Und man kann dann fast überall mit den gängigen Kreditkarten und EC-Karten vor Ort bezahlen. Also, wir haben 6 internationale Flughäfen in der Dominikanischen Republik. Und da könnt ihr dann auf der Landkarte sehen, an der Ostküste Punta Cana Airport, PUI, wie man dann hier in Deutschland nennt, in der Nordküste der internationale Flughafen von Puerto Plata, COP. An der Südküste haben wir sogar 2 Flughäfen, einmal in Santo Domingo, die Hauptstadt. Das ist Las Américas Flughafen, SDQ, dann La Romana Flughafen, LRM. Da haben wir in Deutschland nur Flüge im Winter für die Kreuzfahrtpassagiere von AIDA Cruises und Mein Schiff. Und dann natürlich in der
Nordküste haben wir jeweils zwei Flughäfen, einmal in Puerto Plata. Also habe ich ja schon erwähnt, aber es hat noch gefehlt an der Nordostküste, Samaná. Das ist der Internationalflughafen AZS und im Landesinnere Internationalflughafen in Santiago STI. Das ist unsere zweite Hauptstadt. Erlebnisse. Was kann man alles in der Dominikanischen Republik machen? So viel, das ist wirklich unendlich. Ja, wir haben tolle Strände, ja, über 6 Kilometer lange Sandstränden. Wir haben über 31 Nationalparks und Naturschutzgebiete. Also ein Drittel der Dominikanischen Republik besteht auf Nationalparks und Naturschutzgebieten. Also wir sind ein sehr, sehr grünes Land. Wir haben auch den höchsten Berg der Karibik, über 3000 Meter hohen Berg, sogar höher als der Zugspitze, sagen wir mit ganzem Stolz. Also bei uns kann man dann wirklich sehr viel erleben, auf dem Wasser, unter Wasser. Wir haben Wasserfälle, Naturbeobachtung, zum Beispiel die Buckelwalen, man kann shoppen, sehr viele Abenteuersports wie Ziplining oder Hiking, Rafting, Canyoning und so weiter und so fort. Natürlich eine Menge an Kultur findet man auf dem ganzen Land und auch Casinos und Yachthäfen. Und alles Mögliche. Also für jeden Geschmack was dabei. Was Golfplätze anbelangt, muss ich wirklich sagen, als Golferin, ich golfe sehr gerne und leidenschaftlich, haben wir in der Dominikanischen Republik eine der besten Golfplätze der ganzen Welt. Also wir haben insgesamt 27 Top-Niveau-Golfplätze verteilt auf der ganzen Insel, aber die meisten befinden sich an der Ostküste zwischen Punta Cana und La Romana. Kann man 11 Top-Golfplätze spielen, binnen einer Stunde Autofahrt. Somit ist die Dominikanische Republik wirklich die Golfinsel schlechthin. Namenhafte Architekten, Golfarchitekten, Golfdesigner haben ihr Werk in der Dominikanischen Republik getrieben, wie Jack Nicklaus, Nick Price, Pete Dye, P.B. Dye, Robert Trent Jones, Reese Jones, das ist der Sohn von Robert Trent Jones, der tolle Playa Grande Golfplatz an der Nordostküste neu gestalten hat, Gary Player und so weiter und so fort. Wobei Teeth of the Dog gehört zu den 10 besten Golfplätzen der ganzen Welt und das, der Platz liegt an der Südostküste in La Romana. Also, das ist die Nordküste oder Puerto Plata und die Nordküste. Da hat man dann wirklich so viel, was man dann tun kann. Also man hat dort eine Seilbahn, die man auf dem hohen Berg von Loma Isabel de Torres, das ist der Hausberg von Puerto Plata, 800 Meter hohen Berg. Und von dort aus hat man ganz tollen Blicken auf der ganzen Puerto Plata-Küste, Silberhafen auf Deutsch. Aber Puerto Plata empfehlen wir immer für euren Kunden, die wirklich Land und Leute erleben möchten, die Nähe zu einer schönen viktorianischen Stadt, wie die Puerto Plata Stadt ist, die sehr, sehr schön renoviert worden ist. Man kann auch sehr viel Abenteuersports machen, beispielsweise die 27 Wasserfälle von der Mahagua besichtigen. Das macht wirklich super viel Spaß, kann man dann die Kunden empfehlen, die ein bisschen Adrenalin brauchen. Und Puerto Plata hat, wie bereits gesagt, von Deutschland aus 2 Flüge die Woche und von der Schweiz 1 Flug der Woche. Ja, die Nordostküste mit Samaná. Samaná ist eine wunderbare Halbinsel, die man den Kunden empfehlen, die wirklich Individualtourismus machen wollen, da hier nicht nur eine prächtige Natur gibt, aber auch eher kleinere Hotels, viele Boutique-Hotels, kleine Hotels und auch die vorgelagerte Insel Cayo Levantado, wo wirklich ein State-of-the-Art Hotel neu eröffnet wurde am 1. Juni. Das ist Cayo Levantado, das ist ein 5-Sterne-Top-Resort, die auch auf Nachhaltigkeit schaut und
Samaná aus, diese wunderbare Halbinsel, kann man dann immer die Buckelwale beobachten. Vom Januar bis Mitte März jedes Jahr kommen etwa 5000 von diesen wunderbaren Tiere hierher, um sich zu paaren und deren Kälbchen zur Welt zu bringen. Das ist wirklich ein wunderbares Naturschauspiel. Auch der Wasserfall El Limón befindet sich dort, den man per Pferderücken erreichen kann. Das ist ja für die Abenteuerlustige auch eine wunderbare Geschichte. Wir machen unsere Tour weiter Richtung Osten, Punta Cana. Punta Cana in der Ostküste, das ist, kennt man ja, ich sage immer, Punta Cana ist unser Brot und Butter. Wer hat nicht Punta Cana verkauft? Alle. Das ist ja 72 Kilometer lang, weiße Sandstrände, gesäumt mit Palmen, also bilderbuchmäßig. Hier hat man dann viele Hotels im Bereich 4 und 5 Sterne, meistens all-inclusive. Aber man hat auch mittlerweile einige Boutique-Hotels, die nicht all-inclusive sind, und einige auch kleinere Hotels, die man dann auch nicht in all-inclusive-Basis buchen kann. Und das ist dann für die perfekte Karibik-Ansteiger. Das ist die perfekte Destination für diejenigen, die dann zum ersten Mal in die Karibik sind. Da kann man dann die Kunden schicken, die dann einfach schön am Meer verweilen wollen und ein paar schöne Ausflüge machen wollen. Da von hier aus ist ein sehr schönes Ausgangspunkt und ja, das Land zu erkunden, Ziplining zu machen. Und man kann sogar rüber nach die Halbinsel Samaná fahren mit dem Boot. Also man muss erstmal eineinhalb Stunden mit dem Bus fahren und dann 30 Minuten rüber mit dem Boot nach der Halbinsel Samaná. Ist auch ein sehr schöner Ausflug. Santo Domingo, wie gesagt, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Hier bin ich auch geboren und sehr stolz drauf. 3 Millionen Einwohner, aber die Altstadtkern gehört zu UNESCO-Welterbe mit über 300 Gebäuden der Kolonialzeiten, die man dann wirklich besichtigen kann und komplett renoviert worden sind. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert für diejenigen, die auf Kultursuche sind. Hier befindet sich die erste Kathedrale Amerikas, Santa Maria la Menor, das erste Krankenhaus, die erste Universität Amerikas wurde hier in Santo Domingo gegründet. Und Santo Domingo ist gleichzeitig auch eine große Metropole mit sehr vielen Museen, viele Attraktionen, viele ja, Musik, Theater. Also kann man dann wirklich in Kombination mit Punta Cana oder Juan Dolio's Boca Chica sehr gut verkaufen. Jetzt machen wir weiter zu der Südwestküste der Dominikanischen Republik. Bei Barahona und Pedernales befinden sich hier an der Südwestküste. Diese Region ist nicht so touristisch entwickelt, aber desto interessanter für diejenigen, die auf Abenteuer gehen. Hier befindet sich der tiefste Punkt der Karibik mit der Enriquillo-Senke, 44 Meter unter dem Meerspiegel. Man kann dann auf dem See dann die Insel Cabritos besuchen und da kann man dann die Nashorn-Leguanen treffen oder beobachten. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und hier zu dieser Region gehört der Nationalpark Jaragua, einer der größten Nationalparks der Dominikanischen Republik. Und wunderschöne Strände auch, wie man dann auf dem Bild sieht. Ja, jetzt kommen wir rüber zu den Neuigkeiten, die wir in der Dominikanischen Republik haben. Wir haben neue Entwicklungen, da wir uns stetig verbessern und es gibt ja, sehr, sehr viel Interesse von Investoren hier in unser Land zu investieren. Zum Beispiel Mitches. Mitches ist eine Region, die liegt nördlich von Punta Cana. Also vom Flughafen Punta Cana sind das zwischen 1 Stunde 15, 1 Stunde 30 mit dem Auto entfernt. Und da beherbergt diese Region die sogenannte Loma Redonda. Das ist auch ein wunderschöner Ausflug. Von dort aus hat man einen super schönen Blick von der ganzen Küste von Mitches.
Und hier sind auch neue Resorts entstanden, wie Club Med Miches, Temptation, Dreams, Playa Esmeralda. Das sind sehr viele Villen, die man dann auch mieten kann und kleine Unterkünfte. Und auch neue Projekte, wie zum Beispiel das Four Seasons gehört zu Tropicalia Resort oder Emerald und Viva Miches. Hier sind die verschiedenen Marken, die dann entweder schon vor Ort sind oder demnächst in diese Region kommen werden. Also bitte, bitte, bitte merkt euch Miches, diesen Namen, weil ihr werdet oft das davon hören, weil diese Entwicklung ist wirklich rasant. Allerdings kontrolliert, weil wir kümmern uns auch um die Nachhaltigkeit und das Ökosystem des Landes. Ja, auch weiterhin neue Entwicklungen findet man dann in Punta Cana mit Kathmandu Park und Eldorado Park. Kathmandu ist wirklich das größte Stück Resorttainment, hat man das genannt, weil das ist so eine Art Disney. Man kann so viele Attraktionen hier mitmachen, so viele Rides machen. Die haben dann richtig kräftig hier investiert. Über 83 Millionen US-Dollar wurden in diesen Park investiert. Und das ist natürlich eine Bereicherung für die ganze Region um Punta Cana. Ich war auch selber da im April und konnte dann das auf nächsten Nähe erleben. Und das kann ich wirklich für Familien mit Kindern bis 14, 15 Jahren sehr gut empfehlen. Ist wirklich wunderbar. So wie auch Eldorado Park. Das kommt demnächst noch nicht fertig. Das ist ein Wasserpark, also größter Wasserpark der Karibik soll es sein, mit über 25 verschiedenen Attraktionen. An der Nordküste haben wir auch eine neue Entwicklung und das ist Punta Bergantin. Das Projekt beinhaltet 2,76 Millionen Quadratmeter. Ist ein Immobilienentwicklungsprojekt, das über einen akademischen Campus zur Förderung von Bildung und Innovation im Land beherbergt und auch ein Filmstudio. Und dazu sollte auch ein 18-Loch-Golfplatz kommen, Straßeninfrastrukturen und auch etwa 4000 Hotelzimmer sollten da gebaut werden. Playa Bergantin oder Punta Bergantin ist direkt am Playa Bergantin und das liegt zwischen Playa Dorada in Puerto Plata an der Nordküste und Sosua. Die letzte neue Entwicklung, worüber ich heute reden möchte, ist Cabo Rojo. Cabo Rojo ist an der Südwestküste der Dominikanischen Republik und das ist ein Teil einer großen Tourismusinvestition. Es ist eigentlich privat, aber von der Regierung unterstützt in dieses neue Tourismusgebiet, was ich vorher vorgestellt habe bei Pedernales. Und dann sollte unter anderem ein Kreuzfahrthafen entwickelt werden, die jetzt im Dezember die ersten Gäste empfangen wird. Gut zu wissen ist es, dass die Dominikanische Republik hat bis jetzt im 2023 1,5 Millionen Kreuzfahrtpassagiere empfangen. Im Jahr 2022 haben wir 2,5 Millionen. Also das entwickelt sich weiter und wir begrüßen sehr gerne unsere Kreuzfahrtgäste im Lande. Last but not least wollte ich euch nochmals an unser wundervolles Do Travel Rewards Programm, also DO, das ist steht für Dominikanische Republik, Rewards Treueprogramm erinnern. Bitte, bitte, bitte registriert euch sofort. Hier können Sie einfach dieses QR-Code einscannen und dann landen Sie direkt in unsere Website, wo Sie dann sich einloggen können bzw. registrieren können und dann können Sie sofort anfangen, Punkte zu sammeln, Euros zu sammeln, indem Sie dann Ihre Buchungen sofort eintragen. Erinnert euch daran, 1 Euro pro Room Night, pro jede Nacht, die Sie dann in die Dominikanische Republik buchen. Also höchste Zeit,
liebe Expis, die Dominikanische Republik zu verkaufen. Also es, und man kann dann sogar doppelte Punkte bekommen, wenn das Hotel, das Sie buchen, auch ein Mitglied dieses, ein anderes Programm ist, ein anderes Treueprogramm ist, wie da Darren erklärt hat. Also, habt ihr alle schon das eingetragen, bitte? Ich bleibe ein bisschen bei diesem Slide, damit alle die Möglichkeit haben, mit eurem Handy direkt das QR-Code einzuscannen und dann direkt an unser neues Treueprogramm sich registrieren zu lassen und teilzunehmen. Also, let's do it together. Machen wir es gemeinsam. Und verkaufen die Dominikanische Republik und sammeln sehr viele Punkte und verdienen viel, viel dabei, viele Prämien bei diesem teuren Bonusprogramm, Treueprogramm der Dominikanischen Republik. Also, liebe Leute, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Muchas gracias, die Dominikanische Republik. Alles, wovon Sie, ihr und euren Kunden träumen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gebe ich weiter an Sarah, die das Video zeigen wird. Sarah, please play the video. Einen Moment. Okay. Weiter Slide. Wunderbar. Super, da hat man einen gesamten Eindruck über die Dominikanische Republik. A desire to be different is precisely what makes us similar. Because if there is one thing we have in common, it's our hunger to discover, share, enjoy in our own unique ways. It's what makes us who we are and who we want to be. Here, it's where all your desires come together. Because you can be all you want. In a place that has it all. Sehr schön. Ja, wenn ich diese wunderbaren Bilder sehe, bekomme ich wirklich Sehnsucht nach meiner Heimat. Da will ich sofort ins Flugzeug steigen und in die Dominikanische Republik fliegen. Ich hoffe, euch geht genauso und dass ihr dann doch dieses schöne Land und die Lebensfreude, die wir, die Dominikaner, vermitteln, auch an euren Kunden weitergeben könnt und dann viele Buchungen generieren. Ja? Also bei uns wird immer jeder Gast mit einem breiten Lächeln empfangen. Unsere dominikanische Musik, Merengue und Bachata sind UNESCO-Welterbe und das wird allgegenwärtig gehört. Ja? Also wir tanzen überall, das sind wir, das dominikanische Volk, und wir empfangen euch und eure Gäste mit offenen Armen und einem breiten Lächeln. Also, Petra, wir haben eine Frage von Werner Salheise. Muss andauernd arbeiten. Gibt es einen Link als Aufzeichnung? Einen Link als Aufzeichnung. Hinterher werden wir an alle natürlich den Link mit der Aufzeichnung zukommen lassen. Ja? Ja. Sarah kümmert sich drum. Sarah, you will send everyone at the end of the webinar the link with the video, right? I will send to you and then you can translate it into German and send it. Ja, auf jeden Fall bekommt ihr einen Link von heute. Ganz genau. Da
darum geht es. Wunderbar, ja. Habt ihr noch Fragen, liebe XPs? Haben wir alles so gut erklärt? Ihr seid schon bereit, dann Punkte zu sammeln, die Dominikanische Republik zu verkaufen? Das ist super, freue mich so sehr. Guck mal da, noch keine Fragen. Wir haben alles wunderbar erklärt. Freut mich. Super. Gott sei Dank. Ja. Gut, also viel Erfolg, viel Spaß. Und wir sehen uns in der Dominikanischen Republik auf dem nächsten Fun-Trip. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme. Muchas gracias. Einen schönen Tag euch allen. Tschüss. Tschüss.